eins muss man Zack Sabre Jr. aber lassen. Der Mann hat echt Nehmerqualität. Also was der Mann kassiert hat, das war absoluter Wahnsinn. Nach 13 Minuten und 27 Sekunden war es aber dann doch ein Quackendriver zu viel. Und dieser Mann da drüben, Mike Quackenbush, ist neuer ECW World Heavyweight Champion. Mike Quackenbush dominiert von alleine ECW. Das muss man sich mal vorstellen. ECW ist ein Roster von 132 Leuten. Nee, 120 Leuten. 120 Leute sind da und er hält beide Titel. Und den Tag Team Title hat er wahrscheinlich nur nicht, weil er hier keine Chikara Tag Team Partner hat. Holy crap, Mann. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir kommen zu unserem dritten Match auf dieser Card. Das ist ein Match, was auf was ich mich auch sehr freue, denn ich denke, auch hier werden wir ein wirklich überdimensional gutes Match sehen. Ladies and Gentlemen, es gibt noch einen Mann, der uns in den letzten Wochen immer wieder überzeugt hat mit seinen Matches, egal wie sie letztendlich ausgingen, aber er hat sich dieses Match hier heute verdient. Ladies and Gentlemen, es geht um den ROH Pure Championship. Yushin Thunder Liger verteidigt seinen Titel gegen The Amazing Red. Amazing Red, das wird ein Match von zwei Kleinen. Denn Liger ist klein und Red ist klein und gemeinsam werden sie wahrscheinlich ein richtig schönes Match auf die Beine zaubern. Wir haben Vote 1 für Yushin Thunder Liger und Vote 2 für The Amazing Red. Das ist jetzt eure Aufgabe, den Sieger dieses Matches zu bestimmen. Das werde selbstverständlich ich auch tun. Match Nummer 3 hier heute beim Sommerfestle. Schauen wir mal. So, ich bin mir da zumindest sicherer als bei Zack Sabre Jr. gegen Mike Quackenbush, wenn ich ehrlich bin. Aber das werden wir ja gleich sehen, was ihr nämlich so tippt. Ich glaube, das müssen wir ehrlich gesagt nicht sehr spannend machen, wenn wir das hier sehen. Aber wenn wir das hier sehen, dann befürchte ich, wird genau wie immer halt das Gegenteil eintreffen. Denn von den Votes hier seid ihr sicher, dass das Yushin Thunder Liger machen wird. Ich bin mir ebenfalls sicher, dass das Yushin Thunder Liger machen wird. Und Chris und Freddy sind sich auch sicher, dass das Yushin Thunder Liger machen wird. Also wird das ein Match sein, bei dem wir hoffen und beten, dass Yushin Thunder Liger diesen Titel verteidigt, aber das ist ja auch nur das, was wir denken, was passieren wird. Das heißt ja noch lange nicht, dass man hoffen muss, dass es so sein wird. Man kann ja auch im Tippspiel auf den tippen, für den man eigentlich gar nicht ist, nur weil man halt denkt, dass der gewinnt, weil man ja den Punkt, Punkt haben will. Ne? Versteht er schon. So, guck mal, sogar der Jackie sagt, der mit der Maske gewinnt. Yushin Thunder Liger ist der wahrscheinlich neben Manami Toyota der ernstzunehmendste Champion, den es gibt. Denn Liger hat seit seinem Titelgewinn gegen Petey Williams damals immer Weltklasse-Matches performt. Seinen Titel nie verloren. Ob das jetzt Amazing Red schaffen wird, ich weiß es nicht. Ich sag schon mal viel Spaß für bei diesem Match. Wir sind uns zwar alle einig, aber wir wissen, wenn wir uns meistens alle einig sind, gewinnt immer der andere. Es ist halt irgendwie immer so. Yushin Thunder Liger gegen The Amazing Red. Ihr seht schon, die beiden sind ungefähr gleich groß. Es sind zwei Zwerge quasi im Ring. Oh, jetzt wird erstmal hier getrennt, aber das Ganze läuft fair vonstatten. Das sind zwei Ehrenmänner, könnte man sagen. Und Liger jetzt erstmal im Side-Headlock. Whip in allerdings von Amazing Red und kassiert den Dropkick. Da ist Liger sofort hellwach und weiß, wie man genau die ganze Show hier machen muss. Wie gesagt, Liger ist absolute Weltklasse. Seit Anbeginn, seit er bei Judgment Day vor 4 Monaten den Titel gewonnen hat, wurden wir immer wieder begeistert von Liger. Und jetzt wird sich das, denke ich mal, ja auch mit diesem Armdrag gegen Red nicht ändern. Da sind wir uns ja eben auch einig. Aber
The Amazing Red hat auch schon einige krasse Dinge gemacht. Zuletzt das Multi-Man-Match. Und da hat er immerhin auch einen ganz großen Erfolg gemacht gegen AJ Styles und Sheamus. Das muss man sich natürlich auch erst vorstellen. Immerhin war es The Amazing Red, der den ROH World Champ AJ Styles gepinnt hat. Wenn er dieses Momentum, sage ich jetzt mal, mitnehmen kann in dieses Match, vielleicht passiert dann das Unmögliche. Ihr seht es auch hier, die kontern sich gegenseitig aus. Schöne Reverse DDT jetzt von The Amazing Red. Aber wir wissen auch noch nicht wirklich, was es braucht, um Liger wirklich fertig zu machen. Denn Liger hat zwar schon definitiv viele Matches verloren in dem Sinne, aber irgendwie so dieser TV-Beweis fehlt uns quasi. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Cover. One, two. Aber nur bis zwei. Ich sag ja, wenn er das Momentum mit in dieses Match nimmt, aus dem Triple Threat gegen Sheamus und AJ Styles, dann kann er das schaffen. Ich meine, er hat immerhin es geschafft, einen Sieg zu erlangen mit zwei der besten Wrestler aller Zeiten. Und warum sollte das nicht reichen, um hier heute Pure Champ zu werden? Um das einfach mal realistisch zu betrachten, logischerweise. Aber was ist schon realistisch? Das weiß eigentlich keiner. Jetzt hat erstmal Liger aufs Top Rope. Der hängt da ganz schön gefährlich. Oh Gott, nein, nein, das wird ein Back Suplex vom zweiten Seil. Oh, shit. Und da knallt der alte Mann ziemlich heftig auf den Nacken. One, two. Aber der Kickout von Liger. Oh mein Gott. So, Russian Leg Sweep jetzt erstmal von Amazing Red. Auch hier muss ich sagen, Amazing Red macht in den ersten Minuten keinen schlechten Job. Überrascht mich, mindestens so wie Quackenbush. Vorhin gegen Zack Sabre. Aber Liger kann etwas mehr Gegenwehr zeigen, als es zum Beispiel Zack Sabre Jr. konnte. Das konnte er zwar in der ersten Matchhälfte durchaus auch. Aber am Ende wurde er halt ziemlich verprügelt. Ob das jetzt Amazing Red gegen Liger schafft, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Denn ich denke mal, Liger wird so nicht mit sich umgehen lassen, nicht mit sich spielen lassen. Okay, und Zig Zag, oder was? The Amazing Zag quasi. One. Macht aber überhaupt keinen Sinn. Aber egal. Für einen Pinfall reicht es auf jeden Fall schon mal nicht. Hier befreit sich Liger mit dem Elbow. Kassiert aber sofort wieder den Chinbreaker von Amazing Red. Ich habe das Gefühl, dieser Chinbreaker ist einer der besten Konter, die man machen kann. Ja, ja. Alegria ist schon ein feines, hübsches Teil, wa? So, Liger jetzt wieder in der Ringecke. Dann kommt die Clothesline. Ah, Liger hat aber schon zu kämpfen, definitiv. Oh, und ein Fist Drop. Oh, ist das frech. Das ist ja Million-Dollar-Man-Style, was der Gute hier macht. Und dann gibt es auch noch einen Belly-to-Belly-Slam. Oh, Amazing Red packt auch einiges aus, was wir so von ihm bisher noch nicht gesehen haben. Oh mein Gott, Amazing Red aufs Top Rope. Der wird doch nicht. Ich dachte natürlich schon, das wird die Red Star Press. Aber so natürlich noch nicht. Coverversuch. One, two. Aber noch der Kick-Out. Ja, Pauschka darf man. So. Ja, Liger kommt aber auch irgendwie nicht so ins Match, wie wir es von ihm bisher gesehen haben. Ne? Gegen Petey Williams war er immer Weltklasse. Gegen Taz damals, diese Schlacht hat er überlebt. Jetzt gegen Red habe ich das Gefühl, ist er vielleicht sogar am ersten in Gefahr. Oh, was ein Back Suplex. Oh, jetzt liegt er perfekt für die Red Star Press eigentlich. Oder? Er probiert es direkt mit dem Cover. One, two. Nein, noch nicht.
There's no quit in this man tonight. Noch nicht. Liger ist noch nicht geschlagen. Auch Zack Sabre Jr. hat natürlich das Match lange, lange, lange ausgehalten. Ich denke mal auch, dass Jushin Thunder Liger das tun wird. Aber von Jushin muss mehr kommen. Da muss mehr kommen. Bisher irgendwie... Ich möchte jetzt nicht sagen einseitig das Match, aber Red ist mehr am Drücker. Jetzt liegt da Jushin Thunder Liger einfach mal kaputt in der Ringecke, wird jetzt hier noch gechoked. Wir wissen alle nicht, was es braucht, damit Liger bis drei am Boden liegen bleibt. One, two. Ist es irgendwann eine kleine Aktion, wenn viel genug große davor waren? Oder braucht es wirklich die absoluten Killer-Aktionen, so wie gerade eben bei Zack Sabre Jr.? Bei dem hat das einiges gebraucht, bis der endlich liegen geblieben ist. Jetzt schöner Suplex, während Liger noch kniend auf der Matte lag. I'm having a hard time figuring wow. out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back. Und jetzt muss Liger definitiv mal was machen. Wie wär's mit dem Dragon Suplex oder so? Ja, gut, ein Reverse DDT ist vielleicht auch ein Anfang. He's endured heavy blows here. I don't know how much longer he can go. The referee may have to call this match king. Oh my gosh, this is awful. I'm going to tell you something. Whenever you get hit like that. Jawohl, und jetzt ist Liger endlich da, wo er hingeht. Oh, was ein Brainbuster! Der hat Red zugesetzt. Jetzt wird aber doch nicht etwa Liger die Shooting Star Press sagen. Wir könnten hier nämlich sagen, dass es ein Shooting Star Press ist. Shooting Star mit dem Achte! Shooting Star Press, aber Red rollt sich weg, oh mein Gott! Kommt jetzt der Konter in den Code Red! No fucking way! Code Red! Code Red! Oh mein Gott! We have a new champion! One! Two! Nee, no way. One! Two! Oh mein Gott, ich dachte, das passiert ihm dasselbe wie gegen Bryan Danielson. Oh mein Gott. Was für eine geile Phase war das denn gerade? Shooting Star Press geht daneben in den Code Red. Alleine das wäre schon ein geiles Finish gewesen. Dann nochmal der Roller, der Gegenkonter des Pinfalls. Auch das wäre ein geiles Finish gewesen. Aber dass die jetzt einfach mal gar keinen Bock haben und dann jetzt einen Judo-Toss macht, das heißt, die haben noch mehr Bock. Oh wow. Oh, what a shot. That did some serious damage. You can't take too many of those and expect to be in the match much longer. Wahnsinn. Was die hier schon wieder raushauen. Unglaublich. Ja, du bist am Kochen. Was bist This du? Is a wreck. He's moving like an uncaged animal. No lie, he's wild. Ja, du bist joyful. Das ist ganz super. So. Was geht? Oh, ich sag's euch. Wow, der Killbomb von Amazing Red. Ich wusste, dass die Ansetzung gut sein wird. Okay, alles klar. Atomic Drop, Amazing Red hat Bock. Scoop Slam. Oh Gott, da liegt er natürlich theoretisch perfekt für die Shooting Star oder beziehungsweise die Red Star Press. Oh mein Gott, ich wusste, die Ansetzung wird Weltklasse und genau davon überzeugen sie uns gerade. Grundsätzlich sind eigentlich alle Liger-Matches irgendwie ziemlich gut. Sie haben noch kein Must-See-Niveau erreicht, aber waren eigentlich immer knapp davor, sage ich mal. Also wenn mir das zumindest schon wieder hier dieser Red Flag da, wenn wir das zumindest Revue passieren lassen, die Liger-Matches hatten grundsätzlich mindestens immer ihr 3-Sterne-Niveau. Das gegen Ambrose zuletzt war ja auch ziemlich gut. Meistens immer so im 3,5er-Bereich. Das hier könnte, wenn es jetzt noch weiter so awesome wird, die 4 Sterne, die es locker verdient hat, erreichen. Red mit dem Whip in die Ringecke. Boah, und da kommt die Clothesline. Was knockt jetzt Liger aus, ist die große Frage. Man, from the way things look right now, Cole, your guess is as good as mine. This has been so even, so back and forth. Who is gonna win this thing? Ja, genau. Who's gonna win this thing? Genau das fragen wir uns nämlich auch. Da kommt wieder der Brainbuster. Ja! Brainbuster, jetzt komm, jetzt liegt er doch perfekt für die Shooting Star Press. Aber sie denken, es könnte hier jede Aktion das Ende bedeuten. Ja, das tut es auch irgendwie, aber one, two. Aber das ist noch nicht vorbei, dieses Match. Oh, es ist klasse. Ich sag euch, wir sind hier ganz kurz davor, das beste Liger-Match bisher zu sehen. Was hat Amazing Red noch vor? Vielleicht doch die Red Star Press. Vielleicht
Noch ein Code Red. Oh, was wird das? Oh mein Gott, no fucking way, no fucking way. Infrared! Oh mein Gott. Und da kommt noch der Splash Day und ich glaube, jetzt haben wir wirklich einen neuen Champion. One, two, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das glaube ich ja nicht. Liger ist immer noch nicht geschlagen. Und nochmal Belly to Belly Slam. Ich sage es ja, was braucht es, um Liger endlich zu schlagen? Oh mein Gott! Das Ding ist hier noch nicht durch. Und nochmal der Back Suplex. Der alte Mann muss so einstecken. Aber er bleibt aber auch einfach nicht liegen. Oh mein Gott, komm jetzt die Red Star Press. Das wäre die ultimative Demütigung, wenn er mit einer Shooting Star Press geschlagen wird. Immerhin hat er die Shooting Star Press erfunden. Jushin Thunder Liger. No! 630! Oh mein Gott! Holy shit! 630 in the mid, das ist es! Schluss aus 1, 2, was? Oh mein Gott, Liger konnte das Ganze nochmal. Liger mit der göttlichen Body Press. One, two. Oh mein Gott, und Liger ist jetzt ready. Liger ist ready für Titelverteidigung. Kommt jetzt die Liger Bomb. Oh mein Gott, das wäre so krass. Liger Bomb. Aber er probiert es nicht direkt mit dem Cover. What? Ah doch, okay. Cover! One! Two! Nein! Oh mein Gott, was ein Match! He simply refuses to stay down. Oh, what a shot! Was für ein Match! Ich geh kaputt, Mann! Oh mein Gott, wenn er jetzt die Shooting Star Press zeigt! Der erfindet eine Shooting Star Press! Nein, Frog Splash, das kann man natürlich auch machen. Was für ein übertrieben geiles Match, Junge. Das ist pure Chaos, Junge. Das ist Wild Wolf Entertainment. Ich fass es nicht. Amazing Red jetzt nochmal auf den Schultern. Aber Liger konnte Weltklasse in den Reverse City. Oh, meine Stimmbänder reißen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was müssen die jetzt raushauen? Wahnsinn. Oh nein, not again. Not again. The Amazing Red mit dem Infrared Number 2. Wird's endlich reichen gegen Liger? One, two. Was? Oh my gosh, big time impact. Das gibt es nicht. Don't get up. Oh, jetzt der Code Red. Jetzt der Code Red. And it's der zweite Code Red. Yes, er geht durch. One, two, three. Unbelievable. Wir waren uns alle sicher, Jushin Thunder Liger wird dieses Match gewinnen. Alle waren wir uns sicher. Und dann kommt der Amazing Red und gibt uns so richtig. Holy shit, was ein Match. Was für unglaubliche Szenen. Was für eine geile Finishphase. Wie spannend die Kickouts waren. Und jetzt nach dem zweiten Finisher, nach dem zweiten Code Red hat es gereicht, um endlich Jushin Thunder Liger zu besiegen. Und es hat so viel gebraucht. Jushin Thunder Liger ist seit Judgment Day ungeschlagener Champion in seinen Matches. Und jetzt haut er einfach das Ding raus. Und The Amazing Red wird neuer Champion. Und da kann man wirklich sagen, this is awesome. Danke Amazing Red für dieses Match. Und danke an Liger, den guten alten Liger. Danke du Gott. Dankeschön. Champion, Flyboy, Jonathan.
Unbelievable. What a match and a new champion. Wahnsinn. The Amazing Red wird neuer ROH Pure Champ nach 14 Minuten und 52 Sekunden. Beste Matchzeit, die man sich für dieses Pure Title Match einfach nur so vorstellen könnte. Der Mann, und ich habe es noch gesagt, was muss man zeigen, um Liger heute zu besiegen? Alles! Die Antwort ist alles! Und das hat Amazing Red gemacht. Neuer Champion. Ich kann nicht mehr.